So, da sind wir zurück. Heute habe ich ja voll unordentliches Bett, ey. Naja, ist dann halt so. So. Sollte man die eigentlich auch noch? Ja, schon, oder? Reparieren? Die sehen schon aus, dass sie ein bisschen was wert sind. Wir haben ja gerade unfassbar viel Kohle damit gemacht. Kann man hier sonst noch irgendwas handeln? Ja, Tools und Supplies kann man hier schon mal mitnehmen für den Preis. Ist okayisch. Weaponsmith. One-Handed Cleaver. Bleed Blades Ingrams Gutseeker. Minus Fatigue. Okay. 40 bis 60. Okay, krass. So, ich habe noch ein bisschen gemoddet. Man kann, glaube ich, inzwischen bei mir auch Named Shields kaufen können, eventuell. Wenn man Glück hat und so. Du kriegst nochmal einen besseren. Du hast noch gar keinen. Genau. Ist ja auch ein Cleaver, ne? One-Handed Cleaver, 40 bis 70. Gleich mir das nochmal mit dem normalen Scamax. Ist halt unfassbar viel mehr Schaden, ne? Aber dafür ist halt die Fatigue eine absolute Katastrophe. Das ist schon sehr, sehr bitter. Und für... Oh, für Backliner eignen die sich irgendwie nicht. Müssen übrigens hier mal, glaube ich, so ein bisschen so verteilen. Achso, das hier können wir direkt loswerden, glaube ich. Das ist eh nichts wert. Das ist eh nichts, das können wir auch bei 17 verkaufen. Hier hatte ich, glaube ich, schon nachgeguckt. Genau, hier können wir nur irgendwelche Nobles mitnehmen. Das heißt, ab nach Suderbusch. Rein in Busch. Dann nochmal meine Eltern zurückrufen. Mein Papa hat nämlich heute Morgen wohl auf mein Handy angerufen. Aber das wollte ich jetzt nicht zwischendurch machen, weil das kann dann mal 10, 20 Minuten dauern. Weil es Sachen zu klären gibt. So. Wir könnten ja hier natürlich mal einen Poacher mitnehmen. Was gibt's hier? 420 ist ziemlich niedrig. Follow the tracks, return demonic statue. Könnte dann ein Dingens-Contract sein. Necro-Contract. Sollten wir, denke ich, aber auch hinkriegen mit der Anzahl an Leuten, die wir einfach haben. Denke ich. Ist durch Mitose entstanden? Nee, bin ich leider nicht. Wobei, nee, leider ist vielleicht Quatsch, aber bin ich nicht. Punkt. Brigand. A few Brigand Thugs, a Brigand Poacher, a Brigand Poacher, a Brigand Marksman, a few Brigand Raiders. Ah, das ist kein Necro-Contract. Ja, gut. Warte mal. Oh, scheiße, Alter. Das war ja mal... Das hier geht mal gut los. Ein 38er getätet. Mhm. Da komme ich nicht drauf. Wir müssen mal hier gucken gehen drumrum. Wir müssen übrigens mal Rotation auf unsere Tanks machen, glaube ich. Ein bisschen mehr rotaten können halt. Mit dem Damage. Habe ich jetzt bei Kunibert? Achso, du hast kein Schild mehr, ne? Kunibert sollte mal... Kunibert geht mal ein bisschen nach vorne chargen. Und ihr geht mal unten rumgucken, ob das da irgendwie durchgeht. Jetzt haben wir nämlich schon genau das Problem. Wenn ich mehr durchkomme, so richtig. Dass wir hier nicht mehr ordentlich durchkommen. Steckst dich mal ein bisschen. Wir wollen, glaube ich, eigentlich Sono durchlassen. Hier mit nach vorne, damit er mit fighten kann, weil er die fette Rüstung hat. Ich würde gerne den Highground da nehmen, eigentlich. Bis später dran. Oder Ben nimmt den Highground. Ben den Highground nimmt, kann aber nicht mehr attacken. Kann sowieso nicht mehr attacken, glaube ich, ne? Ja, dann nimmt Ben den Highground. Der blöde Waldboden, ey. Aua! Frechheit, ey. Absolute Frechheit. Warten noch mal kurz, bis jemand hier ranmoved.
Dorn ist da. Dahin. 60, 35, dann haben wir dich. Okay. Als ob. Ob ja. Ja. So, hat das hier jetzt wieder keinen Platz mehr. Das ist wieder. Das zackt wieder. Der zackt Balls. Eigentlich nicht, weil der noch dran ist, dass er ranrufen kann und... Au! Na gut, das ist auf den ja, ist ja gut. Hau den ruhig, ja, ja. Knüppel den. ...57, peitsch, peitsch. Peitsch, peitsch, Motherfucker. Ey! Nicht auf meine Backline! Ich glaub, es hackt. Ja, ja. Weiß ihn kaputt. Sau. 52. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot, wenn ich mal einen gesehen habe. Ich glaube, wir klauen dir erstmal das Schild, weil du machst ja Shield War. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay. Da ist die Rüstung von ihm durch. Okay, der wird aber auch echt wenig getroffen. Holy shit. Weiter geht's nicht. Weil du kannst weiter. Hallo. Peitsch ihn! Beiß ihn! Ich glaube, die anderen Hunde wären, wenn es wirklich AP-Unterschied ist, wären die anderen Hunde besser. Ey, nicht splitten. Nicht Shield splitten. Weil wir dann die bessere Option haben, jemanden mal runter zu chasen. Oh, das war ein fieser Roundstring. Also zum Runde-Chasen, ne, sind die anderen Hunde besser. Haben wir gar nicht so viel davon, wenn wir jetzt den haben, den wir haben. Tja. Auf sie, Jungs! Umst sie! Ich glaube, du musst mal mit hier runterlaufen. So. Du gehst auch mal mit hier runter. Helfen und so. Dammit. Dann gehe kann ich nicht attacken. Doof. Gehen wir mit da hin. Dum dum da dum 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 dum. Machen wir hier einen Schritt durch. Den Gang weniger blockieren. So. Oh, ho, ho. Das muss aber nicht mehr sein. Mit deinem blöden Flail da. Das muss nicht mehr sein. Bin ich dagegen, ehrlich gesagt. Mach mal so, ey. Chill mal ein bisschen, Junge. Don't hack my man into pieces. It's my last resort. Ja, ja. Der Hund ist, glaube ich, nicht wirklich schneller als normale Menschen, leider. Jetzt habe. Nee, mit dem habe ich nichts gekonnt. Du machst mal einen Schritt raus. Ja, okay.
Fatigue Recovery, das ist... Noch nie gehört, ja genau. Batz, also okay. Krass. Xeli mit seiner Peitsche trifft er so oft Köpfe, dass die einfach instant tot sind. Obwohl sie noch Body Armor haben, das ist so heftig. Hat die Peitsche einen Bonus auf Kopfhitter? Hit Chance? Fuck? Nicht wirklich, oder? Nope. Und er hat's auch nicht. Er hat eine 25% Kopfhit Chance. Okay, verstehe ich nicht, aber. Okay. Was wollten wir mit dir machen? Jean the Cultist. Du bist unser Backliner. Dann kriegst du auf jeden Fall die plus 3. Wahrscheinlich dann auch die plus 4. AP hat er ja sehr, so da, drauf gekriegt durchs Training. Oder eine Ini, dass er eher dran ist, dass er mehr aufräumen kann zuerst wahrscheinlich. Das denke ich trotzdem. Und lernen wir bitte schneller. Lernen mal bitte schneller. Also müssen wir hier wieder tauschen, die Leute. Thorsten zum Beispiel. Thorsten hat ein Problem. Hier, nee, Danjuschka, die geht's nicht gut. Du tauschst jetzt mit Dego. Und du hast noch nicht mal eine Waffe. Geben wir dir denn für eine Waffe? Du triffst nichts. Ich wollte dir eigentlich einen Speer geben, ne? Kriegst du wohl ein Schwert wenigstens und tauscht da. Weapon? Ne, habe ich doch gerade geguckt. Bin doch hier hingegangen. Hat er nicht. Im Schwert sieht man es ziemlich schnell, ist ja ziemlich weit unten immer die Bonus. Hat er nicht, hat er nicht. Hat nichts davon. Keine Ahnung, also der hat ordentlich häufig schon einfach Kopf-Insta-Gips gemacht, wo der Gegner halt noch Body-Armor hatte. Mich echt verwundert, weil das ist ja eigentlich das, was die Peitsche gerade sonst nicht kann. Eigentlich ist genau das gegen Armored-Gegner das, was die Peitsche nicht kann. Das ist schon weird. Ja, Suderbusch ist am Pennen. Dann gehen wir halt wieder nach Süden, ne? Müssten wir ja eigentlich... Open. Haus Perowinger ist open. Die haben jetzt zumindest schon mal von uns gehört, okay. Haus Perowinger ist aber, glaube ich, die wir haben wollen. Ich glaube, das nördliche Haus ist, was wir am wenigsten haben wollen. Haus Perowinger ist die mit Abstand größte Fraktion. Das wäre schon ganz cool, wenn die uns mögen. Ansonsten Winterhall oder Perowinger, Berengar, sonst wurscht. Sagen. Fehlt leider auch noch ein bisschen. Ja, wir müssten halt unsere Ambition mal schaffen mit dem Sergeant. Uns fehlt noch ein bisschen Renown. Und wir hätten es schon seit 10 Tagen fertig haben können, weil ich es einfach verpeilt habe. Dax, Marksman, Raiders. Das ist eigentlich was ich spannend nebenbei mitnehmen sollte, oder? Du brauchst halt jetzt echt viel Level, tatsächlich. Alle 12 Stadtstaaten verbünden. Hier geblieben! Oh, never mind! Wenn ihr zusammen rumlauft, habe ich ein Problem. Wenn ihr nicht zusammen rumlauft, geht das. Let's go! Eine Gruppe von euch kann ich platt machen für XP, denke ich. Ich glaube, sie können gerade so hochlaufen, oder? Wenn sie so weit unten stehen. Wenn das auf 2, 3, dann haben sie 6. Ne, hierhin können sie noch. Dann sollte ich aber bis dahin laufen dürfen. Könnte mit es dahin gehen, dann ist es hochlaufen nicht so einfach, aber dann ist halt Dego ganz schön in Gefahr tatsächlich. Ich würde es eigentlich zuerst moven lassen. Wir sind mal dahin, so dass es relativ weit vorne tanken dürfen. Oder? Du bist ja unser Mann, der auf jeden Fall mal drauf gehen soll. Du übernimmst das hier. Schön gegen 2. Let's go. Komm schon, KI. Ihr wollt ihn. Ich weiß es genau. Ihr wollt ihn. Wie machen wir das jetzt hier? Du bist einer von den 9.
einer der neuen Jungs. Siegfried kann da auch vorne übernehmen, denke ich. Wir wollen eigentlich auf jeden Fall hier hoch. So, Xeli steht, glaube ich, jetzt ganz gut. Die sind irgendwie alle noch nach mir dran, ihr Schweine, ne? Nehmen wir uns mal hier hin mit Vollmar. Dürfte eigentlich nicht angegriffen werden. Okay. Machen wir einfach nix. Hä? Warum bleiben sie denn so weit hinten stehen? Nehmen wir hier die gute Position ein. Hier will ich eigentlich gar nicht weiter vor. Wenn, dann will ich mit dir dahin. Autsch! Das war ja eklig. Das ist okay, weil das wollten wir ja. Mehr oder weniger. Hm. Wait. Ah, da wartet jemand. Aha, deswegen kann ich jetzt nicht dahin moven. Leider Gottes, aber ich kann das. An den ja dann Batz machen. Haha. Und das ist schlecht. Das ist nicht mehr so gut. Okay, ich habe mich nicht gut positioniert. Halten wir es mal kurz fest. Ich habe mich nicht gut positioniert. Damit. Damit er nicht werfen darf. Das ist Ricky. So ist er mit der schweren Rüstung immer zuletzt dran. Dann lasse ich den Platz für ihn irgendwie nicht ordentlich offen. Fühlt. Aber nächste Runde kann er hier hinsteppen, wenn dort frei wäre. Köpfen erstmal ein, würde ich sagen. Damit hier klar ist, was abgeht. Wenn du warst der Bagger, den wollen wir ja sterben lassen. Dann will ich eigentlich nicht hier hinsteppen, oder? Wobei. Nein, den darf ich nicht mehr schieben. Dann steppst du dahin. Und du dahin. 59, 63 im Paylet. 55. Der ist halt gefährlich, ne? Der ist aber einfach abgehauen jetzt, die Sau. Die Sau ist abgehauen. Da sehe ich ja viel. Aua! Der steht eigentlich hinter Deckung. Okay, Moment, wer ist jetzt gestorben? Struckdown Cooniebert the Beggar. Perfekt! Der ist sogar gestruckdowned. Genau das, was ich wollte. Jetzt können wir ernst machen. Ab hier können wir ernst machen. Darf ich dich jetzt runterschubsen da? Danke. Ah, jetzt muss ich natürlich wieder werfen, weil keiner mehr dran stand. Schade. Schade. 50% nur. Mal weg. Ich kann niemanden von hier hitten. Ich kann nicht zwei nach unten. Wenn ich da stehen würde, könnte ich den erreichen. Aber da wirst du, glaube ich, stehen. So als Tank. Sehr schöner Hit. So, ist die Frage, wie komme ich denn jetzt hier runter? Ja, können komplett hinten rum oder unten rum. Ja, geil. Siegfried muss rennen, würde ich sagen. Peitsch, peitsch, Motherfucker. Aua! Die schießen aber auch! Die schießen mir die Hütte weg.
Gefühl, also die Rangies, die geben mir gerade hart. Hat den eigenen getroffen, lul. Ja, da habe ich jetzt wenig Chance, irgendwas. Zwei nach oben darf der, glaube ich, nicht. Deswegen werden wir, glaube ich, nochmal kurz warten. Der ist down, sehr gut. Lass mal dich komplett hinten rumlaufen. Ach, der trifft endlich mal nicht, ey. Dachte schon. Rinder! Bjarne Sealot, das war der neue, den wir hatten, ne? Der ist jetzt auch down. Nee, der hat auch jeden Hit gefressen, ne? Der war halt leider komplett neu und keine gute Rüstung. Leider keine gute Rüstung insgesamt. Ja, du bist irgendwie nur am Shield wollen da, ne? Sehr gut. Das hat sich ja gelohnt, sagen wir mal so. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, dich packe ich mal hier, dass ich den dann da hinten angreifen kann, nächste Runde. Das gleiche auch hier, dass wir noch einen weiter unten angreifen können. Hier kommt jemand rein, das... Dann gehen wir mit dir hier hin. Er hat keinen Bock mehr, der rennt. Du gehst hier rein. Okay, Deko hat leider nicht gehittet. Oh, das Held hat noch was aus. Macht 24, ne? Haben gerade die Hälfte. Alter. Der Fuck. Wer hat den angegriffen hier? Was? Der hat keine Lust mehr. Was? Was? Ihr seid doch genau eins unter mir. Warum darf ich euch nicht angreifen? Ich habe nur drei Range. Das verstehe ich nicht. Den finde ich frech. Dass wir hier... Eins, zwei... Nee. Jetzt darf ich's. Ach ja, natürlich. Natürlich. Natürligo. Nicht weglaufen, wir wollen eure Sachen haben. Ihr müsst... Hallihallo Masumodo, wunderschönen guten Tag. Dich haben wir noch nicht wiedererstellt im neuen Run. Herzlich willkommen zurück. Erstmal ein Waffen, die Sau. Oh, du fightest noch, ne? Du kleiner, du. Warum wird hier noch gefightet? Das finde ich eine absolute Frechheit. So. Jetzt ist vielleicht mal die Lust des Fightens vorbei, ja? So. Was? Du wirst nicht für Dampfkugel geopfert? Denn was soll das denn jetzt heißen? So, minus Max Fatigue. Missing. Ich hab beide die Nase abgeschlagen bekommen. Ich glaube, du solltest eigentlich Backliner werden, oder? Okay, jetzt können wir dich. Warte, wir können einfach dich retiren. Weil du warst auf jeden Fall eigentlich immer ein Backliner. Ich hatte mal vorerst Backliner benutzt. Aber ich will dich eigentlich nicht haben. Ich glaube, wir werden den Kultisten retiren. Hier. Der ist noch. Der hat nämlich noch. Kostet noch nicht allzu viel und hat einen Mac. Hat hier so, zack. Haben wir einen Kultisten weniger, ist mir schon bewusst, aber dafür haben wir einen. Haben wir jetzt einen Sergeant, den wir kaufen dürfen. Außerdem wirst du ja nicht für Duffcool geopfert, ja? Ich will ja möglichst viele Kultisten um mich scharen. Denn Yushka ist ja auch schon Kultist, da war ja was. Thorsten ist auch ein Kultist. Ja, Thorsten muss da jetzt rein. Wo sind die anderen Nase? Hier, du hast noch eine andere. Unimir the Beggar. Er hat's überlebt. Er hat halt auch 15 Defense, ne? Ohne irgendwas hat er einfach 15 Defense. Wir können hier noch ein bisschen mehr, wenn sie genug Ausdauer haben. Und 40er vielleicht nicht, aber 105er kann ich die noch geben. Dann kann ich dir noch 105er geben. Ja, mehr. Haben wir sonst noch welche, die bessere Ausrüstung haben sollten?
Hängt ein bisschen von den Perks ab, du hast noch gar keinen Perk, du hast nur 65 Fatigue, du kriegst nicht noch mehr Ausrüstung. Du hast schon sehr, sehr gute. Ricky the Apprentice hat 67, da ist auch nicht mehr so viel drin. Aktuell. 78. Ben the Leader, du hast aber eine 88er Rüstung, ne? Und du hast Dodge. Hier wollen wir also nicht so schwere Sachen geben. Tauschen dich vielleicht einfach mal mit Ricky, oder? Ricky macht ein bisschen mehr die Seite und Ben geht mehr rein. So, und du wirst an der Seite niedergeschlagen. Am besten nicht, wenn alle drin sind. Suffered a permanent injury. Sofort Abbruch 3000. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Was ist denn das für ein Happy Face? Tommy Car Hypers. Das sieht ja knuffig aus. Okay, Hypers sieht irgendwie immer knuffig aus, aber... Ja. Wir planen langsam unser Abfeuer. Das ist das Ding. Gerade die, die es am wenigsten wollen, sollten geopfert werden. Meinst du, es würde den Blutgott mehr pleasen, wenn die nicht wollen, geopfert werden, als die wollen? 90er Rüstung sind das. Und jetzt haben wir halt noch einen 140er Helm. Den könnte Sono sich schon gönnen, ne? Hier. Sono, 140er Helm. Jetzt haben wir theoretisch noch einen 105er übrig. Gleich für Siegfried. Siegfried kriegt jetzt einen 105er noch. It kommt zusammen, was zusammen gehört, sag ich mal so, ne? Wo wollten wir eigentlich hin? Wollten durch nur ein bisschen nach Süden und haben dann noch einen Kampf mitgenommen. Klar, Zwang und Pleasure gehen immer Hand in Hand für Gott. Aber also bis jetzt haben wir noch nicht einmal. Wir haben so bei Tag 54 hat nicht einmal das Opfer-Event. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, bei Tag 60 das schon zweimal und hatte entsprechend auch schon Level-Ups auf meinen Kultisten. Ein 20er Verkaufswert. Oh, und wir haben einen Kite-Shield bekommen. 20er Verkaufswert. Na dann doch mal raus mit den ganzen Sachen, die wir eh nicht mehr haben wollen. Hier die einfachen Schilde. Das wird man nicht brauchen, das werden wir nicht mehr brauchen. Hoffe ich zumindest. 80er, 70er. Ja, dann die hier auch nicht mehr. Das nicht mehr, das nicht mehr. Das nicht mehr. Das nicht mehr. Das nicht. So. Und weniger Schilde in Reserve. Langsam wird auch unser Inventar auch sehr voll mit 40. Mein längstes Spiel war bis Tag 184. Okay, da hätte ich gedacht, dass du mal deutlich weiter bist. Und wir haben noch ein Level 3 Schwert bekommen. Ist, glaube ich, sehr geil, weil wir haben hier, genau, nämlich hier noch Leute mit einem schwachen Schwert. Ja. Das reparieren wir mal als Ersatz. Gambasom, den werden wir, glaube ich, rauskicken. Reparieren wir auch, dich reparieren wir auch. Dich reparieren wir auch. Und dir gebe ich mal noch. Warum hast Vollmer eigentlich kein Schild? Vollmer kriegt ein Schild. Noch ein Schild. Und uff, ich und Handy-Tastatur geht nicht gut mit Schreiben. Wieso? Schreib's doch wie immer. Ist ja gar kein Unterschied. Mich wundert sehr, dass du auf dem Handy guckst. Dafür ein Grund? Ich glaube, ich würde mir noch einen Hund kaufen zum Runterchasen hier. Lasher. Sieht aber gefährlicher aus. Biter the Wardog, Lasher the Wardog. Der sieht gefährlicher aus. Für uns ein gefährlich aussehenden Wardog noch. Zum Runterchasen der Leute. Kro, du kriegst noch einen Hund. Geht schön. Boff. Da kam ein wenig Spanisch mit. Ach. Xan, unser Spanisch-Experte, neuerdings. Ja, sonst ist hier, glaube ich, nichts zum Kaufen. Leute, gibt's auch keine sinnvollen. Achso, das ist ein Bastard, ne? Den gehen wir, das ist ein Hund, ne? Aber das soll auch, glaube ich, auch ein Hund sein, als Bastard markiert. Ist halt daheim, ich aber nicht. Ich bin im Moment im... Achso, ja, ja klar, das erklärt's. Da guckst du jetzt die konstant meinen Stream auf dem Handy. Bastard, du. Oh. Hier können es Alps geben. Wir haben aber kaum Netze. Wir haben aber kaum... Hä? Hallo? Netze? Um da jetzt was zu fangen. Ich habe auch, glaube ich, kaum Netze in meinem ganzen Welt bisher gefunden, ehrlich gesagt.
Gab's einfach nicht. Gab einfach keine Netze in irgendeiner Form. So, was hier? What is Wyatt prepared to pay? 1200. What Terrorwise ist Weißen Schacht? Das ist aber ein Disappearing Villagers. 400. 500 Codes, Follow Tracks, and you weiß nicht, return the Rare Coin Collection. Das hört sich gut an. Das ist immer easy money. Oder easy money nicht, aber das ist immer ganz gute XP. Oder Anforderungsniveau. Auch wenn wir schon Tag 54 haben. Oh, 12 Thieves. Lots of Brigand Sucks, one Raider. Ja, das sollte man trotzdem hinkriegen, oder? Sind zwar ein bisschen verletzt, aber. Der Bäcker ist halt. Warum hast du eigentlich einen Arming Sword? Geben die mal lieber das. Man weiß ja nie. Wir hatten hier noch jemanden mit einem Pfeilchen. Zack. Deko. Ja. Let's go. Nicht konstant, aber eher so nebenher beim Ausräumen der Möbel, die demnächst noch mitkommen. Kleiderschrank, Dokument. Du hast einen Dokumentenschrank? Ich habe in meinem Run gerade einen Fight gegen 12 Alts. Ich habe halt einen Boxer, der counter die. Weil die alle gewonnen schon sind und der viermal angreifen kann, aber ist irgendwie trotzdem schwierig. Warum countert denn ein Boxer die Alps? Eigentlich doch gar nicht, oder? Oder Moment, warum macht man. Warum one-shottet ein Boxer die Alps? Ja, das ist mir auch neu. Lieben, ihr Schweine. Ist mir auch ein neuer Trick. Also der macht aber sehr, sehr viel. Also die kriegen doppelten Schaden an. Die kriegen doppelten Nahkampfschaden, wenn sie unbewaffnet sind, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass die da irgendwie. Also er kann, natürlich kann er viel attacken. Aber. Legends Mutter. Ah. Ja, okay, das erklärt es vielleicht. Kommt ran, ihr Schweine. Kommt ran, okay. Ja. Hallo. Wie geht's uns denn so da oben? Mit diesen Nicht-Valilla-Plebs. Ich habe auch einiges gemoddet, ja. Also, Xeli, holy shit, ey. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Xeli knüppelt einfach so Leute weg. Das ist unfassbar so. Wir move alle nach oben. Das heißt, du musst dich hier hinstellen. Ricky. Siegfried. Da rein. So. Hier kann ich noch warten. Schade. Oh. Das ist vielleicht suboptimal. Das ist vielleicht doch suboptimal. Dann müssen wir hier mal kurz helfen. Echo stellt sich noch hier. Ah, der rennt schon wieder. Das ist sehr gut. Der rutscht wieder ab. Der kriegt noch eins ins Gesicht. Guten Tag. Wait, what? Ach, Kunibert the Beggar has been killed. Ja, das ist ja, was ich wollte. Das ist ja okay. Kunibert dürfte ihr killen. Ich fand Legends auch doof und wurde dann von einem Viewer genötigt, das auszuprobieren. Jetzt bin ich ein wenig hin und weg. Eine Vanilla Enjoyer sind richtige Game, so wie es meinem 30.000 Skyrim Mods. Ah ja. So, hier oben ist ein bisschen Überzahlsituation. Das ist irgendwie nicht ganz so geil. Moment, da ist noch jemand? Ach nee, der rennt schon. Zack, umgepeitscht. So, Moment, du bist doch ein Gegner hier. Darf ich dich nicht attacken? Darf ich. Zeig's nur schlecht an. Darf ich, zeig's nur schlecht an. Dann pack mal den Hund hier mal noch daneben. Kau ihn! Nah, ne? Ja, das ist natürlich doof. Er ist dran? Du bist dran. Ah, du bist nicht mehr dran. I guess. Wir machen hier nochmal ein bisschen
So. Schade. Und der will weglaufen. Muss mir kurz aufpassen, was hier passiert. Okay, jetzt kann ich lesen. Ey, ich müsste auch nochmal Skyrim runterladen und spielen. Hab damals meinen Run verloren, weil ich 12 Stunden auf der Konsole ohne Speichern einen Bug hatte. Schande über mein Haupt, ich habe es nie durchgespielt. Ich glaube, bei Skyrim gibt es unfassbar viele, also der Prozentzahl der Leute, die es nicht durchgespielt haben, obwohl sie es sehr, sehr lange gespielt haben, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Weil ich kenne Leute, die sind nicht mal den Drachenberg hochgelaufen und haben irgendwie 500 Stunden in Skyrim. Also, das bist du, glaube ich, hier in guter Gesellschaft, sagen wir mal so, wenn du es nicht durchgespielt hast. Das ist jetzt nicht so selten. Ja, yeah, hat noch Bock. Aua! Erstmal das blöde Schild wegmachen hier. Was soll denn das? Mach ihn rund! Muss uns der Brand machen, ne? Erstmal entwaffnen nochmal. Damit er hier mal ein bisschen chillt. Schild weg und entwaffnet. Das ist mal ein Ding, ey. So, das hier von hier unten wird durchgespalten. Du kriegst noch einen ins Gesicht. Ich finde, sie haben heutzutage viel zu wenig der tollen alten Named in Verwendung. Ich kenne zum Beispiel niemanden, der unter 50 ist und Berthold, Adelbert, Gundelbart, Günther, Wieselbert und Co. heißt. Ich würde auch nochmal die 1000 Stufen hoch Rottgas besteigen. Ja, das war's ja. Also die rennen jetzt irgendwie gefühlt schon alle, ne? Deswegen, das ist ja, glaube ich, ziemlich geworden. Ja, hier unten rennt ja auch, also. So. Das ist einfach nur noch Schnetzelei. Nee. Nein, das war die falsche. Ich wollte, ja, aber wir sind den Bäcker los. Egal, ich wollte eigentlich das andere drücken. Das kommt schon wieder, keine Sorge. Was kommt wieder? So, jetzt können wir nämlich hier unseren letzten Mann einsetzen, haben wieder alle in Benutzung und diesen blöden Bäcker sind wir los, den wir am Anfang nochmal das Fleischschild gekauft haben. Und haben damit indirekt auch die Anzahl an Dingens an Kultisten gesteigert, die Prozentuale. Wenn du sie besteigst, kann ich sie reiten? What? What's happening? Xan, was für Verknüpfungen hast du in deinem Kopf? Und warum? Also ich glaube, ich habe Skyrim... Oh, ich war schon in dem Vergangenheitsding. Der Vergangenheitsebene in der Story. Mehr verrate ich mal nicht. Das habe ich gemacht. Ja, und das ist hier Huntdom, was terrorizes. Ist aber doch nicht die Alps, oder? Bin ich gerade verwirrt? Das sind doch nicht die Alps. Eben, du hast schon ein ganz schönes Problem, ne? Ich wollte eigentlich nicht einsetzen und dich wahrscheinlich auch nicht. Minus Damage inflicted, ne, ihr seid eigentlich alle ziemlich hin. Und gerade mit reduzierter Mannschaft dabei. Ihr beide könnt noch. Dass du halt echt strong und Iron Lungs hast, ist so geil. So gut. Wir haben jetzt auch Besoffene. Aber ich habe jetzt gerade gespeichert. Wir probieren das mal. Undarm und Terrorize sind ja nicht die Alps. Also Solstheim oder doch Castle Volkihar? Kauhafel. Beast Undead. Okay, das müssten also dann Wölfe sein, I guess. Wölfe oder sehr, sehr viele Webknechts. Sehr, sehr viele Webknechts. Solstenheim. Die Frage ist, ob wir da... Ich glaube, da nehmen wir sie einfach nur für die Action Economy mit rein. Und befreien. Hier geblieben ihr Webknechts. A plethora of Webknechts. Einfach nur, damit sie die Leute befreien können. Damit wir mehr Action Points zur Verfügung haben. Wenn wir so überrannt wären mit 20 Stück. Also... 17 plus 3. Schade.
Das ist gut. Das wird einer von euch nehmen. Wir könnten hier ransteppen. Wollen wir, glaube ich, aber nicht. Wenn alles nur. Wobei doch, wir werden alles mindestens eins nach vorne verlegen. Nach oben. Wahrscheinlich. Das heißt, du kannst reingehen. Schade. Haben wir jetzt nicht so wirklich ein Ziel mit unserer Peitsche. Du wartest, du lässt die anderen vorlaufen. Nope. Du machst den, damit wir uns ein bisschen Sachen vom Leib halten. Okay, treffen habe ich jetzt gerade gar kein Glück. Da geht ja gar nichts mehr. Mein letzter Run ging an die Neuspawn-Rate von 17 Webknechts verloren. Keine Chance gehabt. Ja, ich sehe gerade die Problematik. Ich habe bis jetzt einen Hit gelandet. Und treffe 75er halt wieder nicht. Also ich sehe es gerade, dass das nicht optimal läuft hier. Es läuft nicht optimal. Ich glaube, du bleibst dahinter, damit der hier seine Spearwurm machen kann. Da steht noch jemand, ne? Genau. Ja. Und du stellst dich hier hin, du bist einfach nur jemand, der hilft beim Entfitzen. Da ist die Spearwurm schon durch hier unten. Ja, geil. Die hält noch. Die hält nicht mehr. Ja, jetzt haben wir nicht ein Problem mit überall Leuten und wenig AOE. Wir haben keine wirkliche AOE-Attacks. Ja, mal sehen, ob wir das schaffen. Gibt Gründe, warum ich vorher gespeichert habe. Weil jetzt haben einfach alle fucking eingewebt. Und einen Hund kann ich ja gar nicht mehr platzieren. Ja, es kann nämlich der schon nicht mehr angreifen. Ich kann ihm helfen. Ich kann ihm helfen. Und du kannst ihm helfen. Um die Frontline halt ein bisschen zu entlasten. Ich gehe nicht auf den hier, weil ich mit dem noch hier unten angreifen kann. Wir treffen mal wieder was. Never mind. Komm schon, töte einen wenigstens, danke. Hier in 15, die nicht treffen. Es ist hier alles scary, ey. Alles. Das ist der zweite 75er, den Xan dich hittet. Xan! Was soll denn der da? Was sollen die da? Und wenigstens hält die Spear wohl mal mehr als zwei Attacks aus. Aber jetzt haben wir langsam das Problem, dass wir von allen Seiten eingesponnen werden. Das wird viel zu viel werden. Wir haben halt nicht die ersten Kills gekriegt. Und die Spearwurst haben relativ schnell versagt. Echt nicht so geil. Können auch die ersten Gift-Attacks folgen. Ja, genau da. Da kommen die Gift-Attacks raus. Au. Ja, hilf mal den Freunden drumrum. Ben, hilf mal den Freunden drumrum. Du kannst hoffentlich noch ein bisschen tanken. Zweiter Hit geht immer schief. Du hast Gegner gegen dich, die wir scheiße finden. Halt. Ach, come on. Problem ist vor allem die Ausdauer, weil das halt super schnell dann ist, dass du keine Ausdauer mehr hast und du ständig. Genau, er zum Beispiel hat keine Ausdauer mehr. Weil wir ihn halt nur mitgenommen hatten. Eigentlich. Um zu, ein bisschen zu helfen, zu unterstützen mit der Action Economy. Ja. Ja, 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 ja. War schon fast Arbeitsverweigerung. Es fühlt sich nicht gut an hier.
Die RNG ist in dem Kampf jetzt nicht auf unserer Seite so richtig. Muss ich mal so sagen. Und der ist ziemlich schnell down. Und der auch, wenn er jetzt schon ist vergiftet und der ist down. Nächste Runde stirbt er einfach, wenn wir das Gift nicht von ihm runterkriegen und wir haben keine, wir haben das Gegengift hier oben irgendwo. Das ist sehr unangenehm. Ja, wir treffen halt jede Menge Hits nicht. Oh, ups. Siegfried ist einer der wenigen, die recht zuverlässig treffen. Wir kriegen nicht mehr das weg. Also das ist ja eine Katastrophe hier. Ja, und keine Ausdauer mehr. Nee. Nee, das ist... Die Quest können wir nicht machen. Die Quest können wir nicht machen. Ja, gebe ich auf. Wir machen die einfach gar nicht. Kein Terror Rises. Huntdown und so. Wie gehen wir wieder nach dem Brunnendorf runter? Oh. Und ich hier gibt's doch einen Workshop. Und ich hier noch. Boah. Das ist aber. Ja. Logo. Logo, warum die Sachen hier so teuer sind. Das ist natürlich doof. Ja. Nee, RIP sind wir ja nicht. Ich spiele ja kein Iron Man oder sowas. Von daher. Das ist mir zu frustrierend. Ich probiere halt gerne die Mission, ob ich sie schaffe. Das heißt, ich mache ein bisschen Limit-Testing sozusagen. Aber das kann ich nicht machen mit Iron Man oder sowas. Dann stirbt man viel zu häufig. Wie gesagt, 76er, irgendwie 3-4, die im Stück am Anfang nicht treffen und dann ist der Kampf halt schon sehr, sehr heftig. 38 Webkins starting dazu fucking 5 Eier. Okay. Okay. Ja, aber ich gehe jetzt ein bisschen schlechter als mir. So, wir heilen mal unsere Kultisten. Den besser geht. Was haben wir hier? 540 hört sich gut an. Drive of Brigands. Drive of Brigands ist immer kacke für uns eigentlich. Weil wir halt keine Range haben, um sie rauszubaiten und weil ich einen Kultisten-Run gestartet habe. Weil ich als Duff-Kultist gestartet bin und das halt entsprechend voranbringen will. Habt ihr das Weakened Heart auf meinem Range-Dude bekommen? Das ist klar, Xan. Und wir haben halt keine Range, also deswegen ist Drive of Brigands echt problematisch. Weil wir das einfach dann nicht sinnvoll hinkriegen, sie off zu driven. Weil wir so hart reinchargen müssen eigentlich. Und Range Defense unsere Schwachstelle ist. Alle 7 überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Guten Appetit. So, ihr habt doch 18. Dann kann ich zumindest mal das verkaufen. Das, was wir nicht mehr brauchen hier, die alten Rumpelsachen. Als zweites den Bros geben oder Wurfwaffen sollte er ja auch rausbeten. Das stimmt. Könnte ich machen, einfach nur damit sie rauskommen. Wenn ich mir noch nicht sicher, ob ich das eine coole Taktik finde oder ob das für mich Mechanik Abuse ist. Muss ich noch drüber nachdenken. Gibt es dadurch auch so Event? Ja. Gibt es Event-Optionen, wo du deine Leute opfern musst und dafür deine anderen Kultisten? Die finden das alle geil. Kultisten finden das alle geil. Deswegen will ich versuchen, möglichst viele Kultisten zu haben. Wenn das Opfer-Event kommt, finden alle Kultisten das geil, wenn jemand geopfert wird. Und alle anderen finden das so scheiße, dass sie kurz drauf meistens abhauen. Also die Leute zu halten, ist echt schwierig, wenn du nicht direkt saufen gehen kannst. Genau. Aber dafür kriegen halt, Moment, wo habe ich denn meine Stadtkultisten? Da dieser Trade kann gelevelt werden damit, mit dem Event. Dass der besser wird. Was Resolve-Sachen fix, also das ist sehr, sehr gute Resolve-Option. Nee, Brunnendorf sehe ich mich auch irgendwie nicht, kann man bei euch aber hier... noch teurer, ihr habt doch alle, ihr habt Popo offen. Brauchen aber Essen, sonst kommen wir nicht mehr rechtzeitig an. Ein bisschen Mehl hier, gib mal her. Ein bisschen Mehlpumpe, dann gehen wir mal dahin. Genau, also wir haben als Kultisten gestartet und
Deswegen, wenn wir es zu sehr durcheinander machen, ich habe schon überlegt zwischendurch, ob ich mir mal auch so einen Bogentyp oder so kaufe, um ein bisschen Range zu kriegen. Ich warte aber gefühlt seit 30 Tagen, dass dieses Opfer-Event kommt und will eigentlich nicht vorher für irgendwie 800 einen Bogentypen kaufen, der dann sagt, wisst ihr was, fickt euch, ich will nicht geopfert werden und abhaut. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, an dem ich gerade hänge. Hier ist Hexenverbrennung, oh, spannend. Ja, gibt es einen Witch Hunter zum Beispiel? Drive of Brigands. Ja, wir können es. Ja, wir hätten wir uns nicht verklickt, hätten wir es probieren können. Ach, aber es ist überall so teuer. Ihr habt doch einen Arsch offen. Braucht nur noch ein bisschen was zum Reparieren. Ein Tool brauche ich actually zum Reparieren. Und dass ich meine Ammunition nicht verkaufen kann, weil ich nicht verschieße, ist echt ein bisschen doof. Geht das nicht irgendwie? Deswegen bin ich auch die ganze Zeit am Saufen, damit die Leute auch möglichst gute Laune haben, für den Fall, dass es da Probleme gibt. Hier hätten wir noch einen Kultist, by the way. Hier hätten wir noch einen Kultist. Hier auch noch einen. Albrecht the Misguided. Warum bist du so teuer? Klumpfuß, aber nochmal plus Resolve. Das ganz gute HP für einen Kultisten, ganz guten Melee-Skill. Du hast sogar einen Stern in Verteidigung und gute Verteidigung gerollt. Und gute Fatigue. Der Klumpfuß ist ein bisschen blöd. Laufen willst du möglichst wenig. Nehme ich dich trotzdem mit. Weil die Stats ansonsten eigentlich ganz geil sind für einen Kultisten. Falls es passiert, ey Jungs, weiß einer, warum wir gestern Hammer verbrannt haben? Nein. Es ist mehr so, ey, wir verbrennen Herbert, aber wir gehen auch wieder saufen, versprochen, okay. So in die Richtung eher. So, und du hier oben? Du hast Fearless und 3, what? What? Ja, das ist ein guter Trade. Und dann 3 Sterne in Verteidigung und Max-Roll-Verteidigung. Die ich nehme auf jeden Fall mit. Die ich nehme auf jeden Fall mit. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Du hast einen ganz guten. Du wirst relativ bald stabil hitten können. Ja, komm. Klumpfuß geht, glaube ich, noch. Da haben wir wieder 2 Kultisten mehr. Müssen die da auch ausstatten? Nee, ich wollte das ablegen. Eine 60er Haube könnt ihr eigentlich behalten, das ist schon vollkommen in Ordnung. Kultistenhaube ist schon okayisch. Das wollen wir eigentlich auch behalten. Du kriegst den besseren, weil du 56 hast, du kriegst den schwächeren. Im Fall der Fälle, ne? So. Für den Blutgott lohnt sich ja schon das Cleaver ein bisschen, ne? Würde ich sagen. Dann kriegst du das. Hätten noch eine 70er und eine 80er. Schild. So, du bist Fearless, was kriegst du dann? Kriegst ein Schwertchen, würde ich mal sagen, erstmal am Anfang. So. Ihr seid unsere. Oder ihr könnt eigentlich jetzt schon direkt rein. Dann Juschka muss mal einen besseren Helm kriegen hier. Holy shit, das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Wir können erstmal ersetzen dann Juschka, würde ich sagen, weil er verletzt ist. Bei dir 5 Fatigue Verturn ist, glaube ich, okay, wenn wir das so lassen. Wie es ist. Genau, wir müssen irgendwann demnächst den Sergeant kaufen. Dafür brauchen wir nochmal, ich glaube, so ab 4.500 können wir, glaube ich, receiving drinking, best trade deal ever. So ungefähr. So ungefähr. Was ist hier? 270 Kronen? Ist ja gar nichts. Na gut. Da können wir mal den neuen in Einstand gewähren. Ja, die sind wieder hier drüben, ne? Hier waren wir schon ein paar Mal und sind nach Südwesten da, die waren immer hier. Deswegen laufe ich mal direkt hier außen rum hier hin. Ich habe das Gefühl, sie könnten wieder da sein. What? During camp? Ihr wird... No! Ihr wird einfach rumgeprügelt. You go out for a piss and find yourself midstream when the din of combat erupts behind you. Pinching it off, you fix your drawers and head back to the encampment. There you find the whole company engaged in battle, not with any particular foe, but with itself. Cellswords are clambering over equipment and the campfire and each other to swing fists and spin elbows and wrestle one another or tackle each other to the ground. Aha.
Shaking your head, you ask what sparked it. The man shrugs, not one can remember. You do a roll call to make sure nobody's dead. You then tell them all to shake hands, keeping an eye on them as you do. No bad blood to sniff out. Seems like this was just a bit of a fun tussle and wrestle, that's all. Alter, also die Brawler-Events finde ich alle geil. Die sind nicht optimal, aber die sind alle irgendwie witzig. Jetzt hat halt Hartwig, der Kultist, den müssen wir noch benennen. Ja, das bist jetzt Abbruch, der Kultist. Ja, ja, sofort Abbruch, 3000, ich habe dich schon gesehen. Mal sehen, wie lange du überlebst. Wir haben hier noch einen Kultisten. Muss ich so benennen, damit ich im Text mitkriege, dass es Kultisten sind. Falls es irgendwie um Opferungen geht und sowas, will ich ja die Kultisten behalten und im Zweifel die anderen opfern, die sowieso dann kurz drauf abhauen würden. Wir hätten aber noch einen zu benennen. So. Dann haben wir Masumoto den Kultisten. So ungefähr. Nur, dass du aktuell ein Schwert hast, damit du ein bisschen hittest mit 1,52. So, jetzt rein da. Ja, die Nomaden sind es nicht, die ich suche. Die Nomaden suche ich nicht. Da unten sind die Thieves, die ich suche. Thieves, come back here. Ihr Schweine. To arms. So. Oh. Guck mal, jetzt hier direkt in High Ground. Na dann, let's go High Ground. High Ground that shit. Du bist Ben. Du kannst da, glaube ich, ziemlich krass rein engage mit 45 Defense. Und ganz gute Rüstung. Du verteidigst mal da vorne. Ach, jetzt fangt ihr an zu werfen? Ihr seid ja ein paar. Ganoven seid ihr. Da will ich nicht hin. Da will ich eigentlich auch nicht hin, weil er macht einen Schritt ran und haut mich. Switchen die da irgendwie durch die Gegend und so eine Kacke. Was wird denn das? Leute, was soll es? Siegfried. Siegfried hatte auch 39 Defense. Ja, rein da an die Luzi, würde ich sagen. So, du musst den da oben. Du warst der Neue, ne? Thorsten. Hä? Okay. Dahin. Und du rückst noch mit auf, würde ich sagen. Wir sind halt auf Zweier-Range, das will ich eigentlich nicht. Aber der wird eh hier ranmoven und wahrscheinlich Siegfried sonst hauen. Code Blue ist auch ganz gut im Defenden. Du kannst dich, glaube ich, schon mitmachen. Alternativ gehen wir halt einfach da ran und sagen Hallo. Mit Deko. Oh. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. 1, 2, 3. Ich musste mindestens hier hin. Also der kann jetzt die Leute hier alle hauen. Das ist richtig shit. Oh, er hat zum Glück nicht getroffen. Ja, zum Glück haben schon ein paar Leute Dodge bei mir. Hallo. Geh mal voll mal rein. Dann geh mal wieder hier hoch für den... Hey! 71, 36, und dann schneid mir den Kumpel auf, würde ich sagen. Trifft nicht. Wenn er dann hittet, ist aber geil. Wenn er hittet, ist geil. 63, 63. Fix ihn. Schneid ihn! Yes! Und jetzt wegrennt. Du bist hackt. Ich glaube, 1, 2, 3, genau von hier aus kann ich den versuchen zu entwaffnen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann will ich aber dich ran, um dir jetzt hoffentlich zusetzen zu können. Auf jeden Fall nicht mehr auf 2er Range von ihm wegzustehen.
So, du bist ein Gegner, ne? Hm. 42 will ich, glaube ich, nicht machen. Jawohl, Wuffi! Moment mal, aber der hat doch eine Shield Wall an, oder? Ha! Jetzt nicht mehr, du Arsch! Und du bist der gefährlich, aber du bist gleich tot. Finde ich gut. Bist nochmal dran. Du hast trotzdem noch Repost an, das dürfen wir nicht vergessen. Wir wollen diese Tennis ja nicht angreifen gerade. Macht sie rund, macht sie rund. Ja, 76 Kilometer dahin jetzt hier. Guck mal. Schnipp, schnipp, schnipp. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aua! Da wird echt noch geschnibbelt. 72. Au! Er trifft echt viel zu gut. Guten Tag. Yes, Wuff. Wer war das? Olaf warst du. 67. Batz. Du rennst eh schon, ne? Sollte man über dir hier unten helfen. Wenn du da oben eh schon rennst, damit der hier unten auch rennt. Oder der da vielleicht auch rennt. Schade. Der rennt echt bis zum Ende. Der zieht bis zum bitteren Ende durch, die Sau. Unten rennen jetzt beide. Mal ein bisschen eindämmen, damit die nicht einfach abhauen hier. Zack. Ja, ich glaube, es ist durch. Es ist ziemlich durch. Haben wir jetzt unseren Neuling einen Kill gegeben? Wenn... dann... bin ich durcheinander gekommen. Wo ist unser Neuling? Deko? Vollmer? Nee, nee, nee. Hä? Thorsten? Nee, Thorsten ist auch ein Neuling, aber den meinte ich nicht. Ah, habe ich nicht gerade... habe ich Thorsten nicht ordentlich umbenannt? Ist das eigentlich Abbruch? Und ich hab's verkackt, das umbenennen. Das ist natürlich, echt gelaufen, ne? Und so. Aber ich hab's verkackt, das. Ja, nee, Abbruch ist da. Dann haben wir hier noch einen Thorsten, den ich noch nicht benannt habe. Upsi. Reload. Reload. Achso, wir haben nichts zum Apparieren, ne? Warum haben wir denn jetzt den Thorsten hingeworfen? Abbruch. Das ist Thorsten. Thorsten, der Kultist. Wer will denn von uns noch einer werden? Hat er nicht Masumoto jetzt zugewiesen? Masumoto hat mir auch zugewiesen. Du bist loyal. Na, dann packen wir dich doch erstmal in die Konserve, genau. Ab in die Konserve mit dir. Wie viel? Ah, doch, ja. Hm. Minus 5? Minus 3 bist du, ne? Bräuchten noch einen besseren Helm? Noch ein paar Helmchen für den Kopf. Deko kriegt noch ein Level up. Plus 3. Geil. Plus 6. Bin ich auf Dodge, oder? Ja, der ist auf. Plus 6, plus 3. Plus 4. Let's go. Der ist bei 59. Der ist gar nicht so scheiße. Frage ist. Ob wir mit ihm einen Overwhelm Spearer machen? Oder nicht? Oder ob wir mit ihm einfach einen Shield Expert machen mit Nimble und Dodge? Wahrscheinlich eher das. Aber Shield Expert bringt, glaube ich, bei den Stufe 1 Schilden echt wenig. Und 3 extra Defense Punkte. Ich glaube, ich würde eigentlich das erst später machen wollen und jetzt vielleicht für Gifted gehen eher oder sowas. Oder für Taunt. Deko braucht übrigens eine bessere Rüstung. What the fuck ist... What the fuck is this body armor? Oh, scheiße. Deko braucht bessere body armor und ich habe mich verklickt.
Ach, hier Rotation wollte ich aber mal machen, dass wir rumrotieren können. Let's go. Fixed Rotation. Hätte man ein bisschen switchen können, unsere Reihen durcheinander wirbeln, wenn da jemand sehr gefokust wird. Können wir jetzt eigentlich bei euch mal irgendwie... Ja, hier ist es bezahlbar zumindest. Und ihr habt keine negativen Zustände, die wir aufheben können. Dann nehmen wir mal 3 mit, würde ich sagen. 20er Preis sonst. Preis ist nice. Wir wollen dich auch noch reparieren. Wir wollen auf jeden Fall dich verkaufen, den Müll verkaufen. Ich glaube, haben wir noch jemanden mit einem Unter? Wir haben hier noch jemanden mit einer schlechteren. Das machen wir mal so. Es hat immer noch einen 80er statt einem 60er, ne? Minus 4. Statt minus 3. Ich würde gerne mehr Kultisten benutzen, aber ich glaube, die Kopfrüstung ist nur für den absoluten Stadtgut. Danach sollten wir, glaube ich, bessere nehmen. Daher Abbruch, du kriegst direkt eine bessere. Hier, wir können das unseren Backlinern, können wir die Kultistenrüstung geben. Weil die ja dann relativ selten gehittet werden. Hoffentlich. Ich werde gleich wieder bestraft, dafür, dass ich es gesagt habe, wahrscheinlich. Pike. Ich finde die Longaxe geiler als die Pike, ehrlich gesagt. Auch wenn die Pike wegschieben kann. Um damit irgendwie so Stances zu brechen. Und den will ich noch reparieren. Deswegen verkaufen wir das. So ein bisschen, um das Geld wieder reinzuholen. Wie ich vorhin gerade schon haben echt viele Gravedigger in dem Run. Gravedigger, Karawanenhände. Taverne? Ja, let's go. Und was haben wir hier noch für einen Auftrag? 580 nach Suderbusch. Ah, von mir aus. Auf nach Suderbusch. Bisschen die Leute heilen lassen in der Zeit. Ja. Suderbusch ist da oben. Da machen wir schon zigmal. Also die Linie Suderbusch-Kronenkrog immer wieder hoch und runter ist, glaube ich, unsere meistgelaufene Sache in dem Playthrough. Wie hier alle auch immer abkürzen. Also, dass es da keine Straße gibt, nicht mal ein Trampelpfad, ist unrealistisch. Ich finde, man sollte hier eine Mod machen, der die Wege neu evaluiert und die kürzesten Wege zwischen den einzelnen Sachen nimmt. Hier nochmal rein. Was geht denn hier? Haben wir hier noch ein paar Freunde gefunden? Noch nicht ganz sicher, ob ich einen Houndmaster irgendwann mitnehmen will. Einfach nur, weil das ein relativ seltener Background ist und mich interessieren würde, was so für Events und sowas kommen. Aber ich glaube, ich habe inzwischen so viele Leute, dass eh nicht mehr ganz klar ist, wann welches Event kommt. Moment, auch haben wir null Essen? Scheiße. Warum haben wir fucking null Essen? Ich brauche Essen. Uiuiuiuiuiui. Hoppala. Und hier kostet es nur 200, deswegen nehme ich hier nochmal Food and Supplies mit. Upsala. Da habe ich, glaube ich, kurz nicht aufs Essen geachtet. Entschuldigung, Jungs, es gibt wieder was zu essen. Erst gab es gar nichts und jetzt gibt es ein bisschen... Hey, lass mal jetzt. Und jetzt gibt es ein bisschen Wurzelgemüse. Ja. Und ein bisschen Beeren. Das Deluxe-Essen quasi. Genau. Ernährt euch davon, gefälligst. Und seid zufrieden. Missing Children, das ist ein Hexen-Contract. Gegen Hexen sind wir, glaube ich, eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber wir können ja mal sagen, wir need to be paymorphosis, was wir nicht dürfen, leider. Ja doch, den würde ich, glaube ich, das denke ich, kriege ich hin. Moment, wie sind meine Leute gerade? Wie geht's denen? Doch, sind auch alle Heiler? Ja doch, schon, oder? Also wir haben schon einen Unhold und eine Hexe heute platt gemacht in so einem Fight. Wir haben halt sehr, sehr viele Leute, was uns, glaube ich, einen ganz guten Vorteil gibt. Ich mach das. Let's go. Camp. So, können wir hier noch was irgendwie traden? Ne, das müssen wir warten. Taxi der Mist, dürfen wir nichts machen. Leute, haben wir einen Beast Hunter. Ah, Beast Hunter. Beast Slayer, nicht Beast Hunter. Der ist schon Level 2. Ja, dass der keine Defense hat, wundert mich, aber klar, Beasts brauchen nicht unbedingt Defense.
Nicht allzu sehr zumindest. So, da ist er. To Arms. Wir wissen nicht, was wir kriegen. Das heißt, wahrscheinlich ist es eine Unhold und eine Hexe. Dass es ein Sumpf ist, ist eine absolute Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Okay, das ist schlecht. Wir schicken dich erstmal weg von allen. Schade, ich wollte dich wegschlagen. Ja, da ist der Unhold nämlich, genau. Wir müssen eigentlich aus dem Sumpf raus und am besten den Unhold in den Sumpf schubsen. Du bist Code, du triffst sogar ganz gut, ne? Also wir dürfen auf jeden Fall nicht auf diesen Wassersachen stehen. Hier, wo zum Beispiel Jean gerade steht, weil du da Minus-Skill hast. Muss ein bisschen aufpassen. Würde ich sagen. Das heißt, wir müssen uns erstmal irgendwie bewegen. Dass wir hier runterkommen aus dem Wasser. Der wirft auch Leute durch die Gegend. Kann ich jetzt das Arm? Sehr gut. Dann bist du nächste Runde quasi ungefährlich. Wie gesagt, du gehst mal von allen weg. Gut, dass wir keine Range haben. Das hat nicht funktioniert, sehr geil. Welcome to the Hamlet. Dankeschön für den Follow, sofort Abbruch. Das ist irgendwie. Ey. Gegenteil von sofort Abbruch. Du wirst warten, bis wir hier ein bisschen drum rumstehen, damit wir den zum Bluten bringen, weil das werden wir brauchen. Schade. Damit bleibt Bender. Oh nein, die Hunde hätte man nicht bei der. Nein, bei der Hexe dürfen keine Hunde einsetzen, das vergesse ich immer wieder. Ja, schlecht, weil wenn die jetzt jemanden doomt und der Hund einfach zubeißt, sind wir am Sack. Dann sind wir einfach übelste Sorte am Sack. Kommen hier die nicht weg, ne? Du hast die dicke Rüstung, kannst dich auch hier dazwischen stellen. Bruno. Dass wir hier so erstmal rumrotieren müssen, ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. So, jetzt sollte wieder, genau, Endumsied sein. Jetzt wird er gedoomt. Okay, unser ist gerade egal. Nächste Runde spielt das nur eine Rolle. Jetzt nehme ich. Oh, der Hund kommt nicht rechtzeitig ran. Okay. Der Hund ist noch nicht weit genug rangekommen. Und die Blutungsstacks ticken schon hoch. Das ist sehr geil. Das ist nicht geil. Ach, jetzt Doom doch nicht. Das ist wieder den Doom, das ist ein großes Problem. Wir müssen eigentlich nur mit Unhold mal drumherum kommen, aber nicht. Wir kommen nicht um den Unhold drumrum. Nur mein Gefühl. Oh ne, das wollen wir jetzt auch nicht. Geh du mal aus dem Weg. Das ist nämlich das Problem. Was ich meinte. Ist die Unholde nicht so geil sind. So, jetzt müssen wir die Hexe für nächste Runde halt schon mal umstellen. Das ist schlecht. Das ist halt wirklich schlecht. Doom doch jemand anderen, verdammte Kacke! Doom doch nicht dreimal den gleichen! Oh Mann! Ach, come on, und jetzt rennt, will Code rennen, ey. Jetzt will Code rennen, das ist doch nicht dein Ernst. Und den stehe ich komplett drumrum.
Kopf ab von dem Ding. Ach, komm, jetzt, ich hab kein Rally the Troops, ne? Das ist ein Problem. Aber jetzt hör auf, den gleichen Person zu doomen. Das ist halt auch mal mein, der dodgen kann. Das ist natürlich unglücklich. Ah, sehr gut, jetzt ist er wieder da. Hat er sich wieder beruhigt. Ja, Rush leider. Kannst hinten stehen bleiben. Sehr gut, dann frisst der Hund aber wenigstens niemand anderen. Wenigstens das. Deko hat Abbruch gestruckdowned. Ja, Deko hat leider einen guten Speer, ne? Ach, come on. Bleib jetzt hier, du blöde Tante. Also, dass es ein Sumpf ist, macht das gerade doppelt so schwer einfach. Weil du nirgendwo laufen kannst, sinnvoll. Weil du nirgendwo sinnvoll vorankommst. Aber sie ist nicht gedoomt, ne? Ach, ich kann aber auch nichts angreifen. Ach, come on. Und der blockiert halt hier den Platz. Dann muss ich da irgendwie außen rum laufen. Das ist so, ne? Der Runde, wo ich angreifen könnte, weil niemand gedoomt ist, komme ich halt nicht ran. Nee, den will ich nicht angreifen eigentlich. Das ist Deko, Mann. Oh, jetzt ist er schon mal auf Wavering, das ist gut. Fuck, ich dachte, er kriegt es vielleicht noch hin. Entwaffnet, damit er weniger Damage macht. Sehr gut. Wir sind aber nicht vor ihr dran und sie wird wieder doomen. Und wieder den gleichen. No! Stop it! Damned Kacke! Der. Moment, der ist. Deko ist immer noch gecharmt. Fuck! The fuck? Komm mal hier niemals außen rum. Komm mal hier, geh du mal in den Sumpf bitte rein. Achso, das darf ich nicht. Nee, scheiße. Das ist dumm. Wenn ich jetzt zuschlag und treffe, ist er tot. Und deswegen darf ich auch den Hund nicht einsetzen. Du bist noch dran. Würde ich gern von meinem Rangy eigentlich weghaben. Nicht Hund. Celi ist struck down. So willst du mal easy einen Hexen-Contract machen, ne? Hä? Ich hab noch einen Gegner? Was? Weil du noch gecharmt bist. Lull. Ja, da warten wir einfach ab. Okay. Minus Resolve, minus Initiative. Traumatized, Abbruch. Also in Nimble wirst du nicht mehr. Nimble Dodger. Also Dodge kriegst du nicht mehr. Du hast ein bisschen viel Angst vor allem jetzt. Und du hast ein Missing Eye, das ist vollkommen okay. Range Skill brauchen wir bei dir eh nicht. Das ist okay. Eieieiei. Unholdheit ist geil. Daraus kann man gute Sachen craften. Das war unangenehm. Das war unangenehmer, als ich das gerne gewollt hätte. Können wir hier das wieder mitnehmen, was schön günstig ist. Genauso wie das und ein bisschen Medical Supplies. Ach, bäh. Heavy Wardog Armor wäre wahrscheinlich das Geilere, wobei uns die Hunde immer wieder wegsterben. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Da wäre die Large Sachen besser. Haben wir halt aber noch nicht so wirklich. Ist, glaube ich, auch nur beim Quiver of Arrows wirklich gut. Würde ich, glaube ich, warten, bis wir es brauchen. Wir haben halt null Ranges, wie gesagt, in unserer Kombination bis jetzt.
Jupp. Ja. Mir geht's nicht so gut. Was hattest du für Stats vorher? Dann müssen wir dich ein bisschen umbauen. Hast aber nicht viel Fatigue, weil du hast schon ganz gut an. Also, dann wirst du wahrscheinlich eher ein Battleforge-Tanker werden. Hast dann halt keine Ini und kein... Ah, Resolve ist ein Problem. Minus 40% Resolve. Dauerhaft als Tanker, auch wenn du plus 10 Resolve nochmal hast. Wahrscheinlich rettet dich die vier. Moment, Traumatized und Fearless ist schon geil. Das müsste sich doch eigentlich aufheben. Dass es zusammengeht, ey. So, Jean. Plus 3. Plus 5, I guess. Und plus 4 für mehr tragen, einfach, damit du es dabei hast. Und dann kriegst du, glaube ich, einen Backstabber-Perk, damit du. Backline. Dann holen wir doch mal. Er ist in Thorsten. Thorsten habe ich nicht vergeben, ne? Wir haben keinen Thorsten. Dann nehmen wir halt Revels. Einen da. Und du tauschst jetzt mit dem? Warum geht's denn dir schlecht? Did go hungry. Ach so, ja gut, das ist verständlich. Das ist verständlich. Ich habe ja schon gegengearbeitet. Leute, jetzt entspannt euch mal, ja. Ja, ganz entspannt. So. Halblang hier. Wir haben halt einen Level 5er verloren. Jetzt habt viele Low-Level-Boys wieder drin. Ach du Schande. Ja. Ja. Wenn wir uns beide angreifen, sind wir am Sack. Aber ich glaube, die interessieren sich gar nicht für uns. Oder vielleicht doch? Jetzt wieder nicht mehr. Keine Ahnung. Weird. Weird, weird, weird. Hier ist nichts Neues. Was das Traden angeht, 109 kriegt man hier nur dafür. Nee. Witzigerweise können wir Plus mit Essen machen hier. Mit den Mushrooms. Ein Gold können wir hier Plus machen damit. Funny. Wollen wir aber nicht. Wir gehen mal nach Weißenschacht und wenn es dort nichts gibt, würde ich mal nach Osten gehen, wenn wir gerade genug Vorräte haben für ein paar Tage. Mal gucken, ob wir die Location finden, die wir als Rumor gekriegt haben. Im Osten auf den Plains hatten wir... Hier ist wieder was missing. 1000 für überbringen. 2 Tage nach Norden. In Alsliff. Alsliff ist wahrscheinlich sehr weit weg, ne? Alsliff ist komplett im... Nee, fick dich. 2 Tage. Bullshit. Walking Bullshit. Auch nur für 93. Weil ihr missing shit habt, ne? Okay, dann gehen wir mal. Wir haben ein paar 2 Tage Vorräte. Essen kann man hier noch nichts kaufen. So, noch ein bisschen Mehl. Dann gehen wir mal hier in die Richtung. Mal gucken, ob wir das finden, was gerumort wurde. Und was das ist. Ich dachte irgendwie, dass es hier durchlaufen einfacher wäre als hier durchlaufen, aber hier sieht das woanders. Not far to the east, hatten sie gesagt, on the plain. Oh, da der Gambler hat mal wieder, wurde mal wieder verprügelt. Ah! Ich glaube, Siegfried ist der Gambler und er zieht immer die Leute über den Tisch. Und immer war es Xan, der über den Tisch gezogen hat und dafür gab es wieder eine Prügelei. Aber Xan, du hast es irgendwie verloren, der hat dir die Nase gebrochen und du hast ihm nur ein bisschen wehgetan. Müssen wir mal so sagen. Rum. Black Forest ist, glaube ich, hier. Schwarzwald. Ha. Not far to the east, hieß es. On the plains. Ah.
Wahrscheinlich das da dann. Forgotten Ruins. Mal sehen, was das ist. Haben wir jetzt aufgemischt. Orks. 7 Orks. Oh. Alles klar. Ork-Ruin gefunden. 1, 2, 3. Wir werden hier irgendwie wieder highgrounden müssen. Ich warte mal kurz. Du bist Dego. Du bist nicht unser frontigster Frontliner. Deswegen gehst du mal dahin, wo du auf jeden Fall Vorteil hast. Ben geht dahin. Du musst mit hier runter zur Unterstützung. Oh, da sind aber, glaube ich, viele Berserker dabei. Kann das sein? Ja, Berserker, Berserker, Berserker. Berserker, Berserker. Das ist nur Berserker? Berserker. Das sind komplett 7 Berserker. Alles klar. Okay. Da sollte ich nicht die Hunde einsetzen, weil ich glaube, dann frühstücken die Hunde zum Mittag. Wir haben wieder Zahlenvorteil, aber wir müssen ein bisschen gucken. Das ist ein Masumoto, der ist neu. Er hat zwar gute Rüstung, aber der ist neu. Und Ricky hat, glaube ich, auch noch nicht so einen guten Defense. Nee. Würde, glaube ich, auch, wenn dann nur unterstützen. Du wartest mal kurz, wie die Sachen sich entwickeln. Revis, mach mal so eine Spearwall rein. Da haben wir einen Kopf getroffen. Na super. Nochmal einen Kopf getroffen. Ach, fick doch die Henne. Schade, ich wollte entwaffnen. Beide nicht gehittet. Das ist frech. Das ist frech. Und du hast kein Schild mehr, Deko. Fuck. Das ist ein Problem. Ha, einen eigenen geschlagen. Sehr gut, der ist schon ziemlich down. Oh, die wollen auch oben. Die wollen nach oben. Musst du dann mal übernehmen. So, müssen wir irgendwie den Leuten hier draußen helfen, die jetzt irgendwie 2 gegen 3 sind, ne? Die Jungs haben leider echt viel HP. Blutung ist schon mal ein guter Anfang. Der hat gefühlt keine Rüstung, deswegen will ich den, glaube ich, zuerst rausholen. Du hast jetzt ein Problem da, ne? Hier hätten wir den Highground nehmen sollen. Wenn wir den noch nehmen, sieht schlecht aus. Deko könnte hier hinten rumlaufen, um die Hitchance auf den zu erhöhen. Wir doch mal die Hunde ein. Ah, das ist vielleicht nicht smart. Dass der den reinfuttert, war nicht so gewollt. Kann hier noch jemand... Da wird keiner mehr hinlaufen, um den erste Hitchance zu geben, leider. Mmh, 42 fürs Entwaffnen. Entwaffnen wir lieber den da? Geil. Sehr gut. Ja, so viel zu dem Hund. Hunde futtern die ein bisschen zum Frühstück gefühlt. Das war Ricky. Scheiße, Mann. Ork, Berserker tun weh. Halten wir es mal kurz fest. Kopf ab. Ben kämpft halt nicht wirklich mit. Ein bisschen das Problem, glaube ich. Ben kämpft halt nicht wirklich mit.
Halt den mal raus. Halt den können wir wahrscheinlich... Du Scheiße. Der go auch noch gestruck down. Und der ist halt mein Bannermann zwei Leute dran. Das wird, glaube ich, nix. Ben, du musst den mal hier festbinden, bitte. Du musst den festbinden. Ihr nehmt das da unten. Machst den. Puh. Das ist natürlich wieder Code, trifft wieder vom Kopf aus. Ach, scheiße. Das ist schlecht. Das ist wahrscheinlich mein Bannermann jetzt direkt tot. Alter, scheiße. Scheiße, sind die stark. Der rennt, okay. Einen eigenen gehauen, sehr geil. Wir sind eigenen gehauen, wieder sehr geil. Der rennt. Gut, das kannst du übernehmen, du bist sowieso nicht mehr in den vollen Fight rein. Sehr gut. Einfach im Nahkampf machen. Sehr, sehr geil. So, du musst hier oben mithelfen. Das hier unten ist halt noch ein Problem, ne? Also tatsächlich haben wir hier unten noch jemanden, der sehr, sehr in der Patsche steckt. Puh, nicht getroffen, Schwein gehabt. Oh, das ist ein Duell, ey. Was ein Duell zwischen den beiden da unten. Schon. Ach, wir hätten einen Hit mehr gebraucht. Wir hätten einen Hit mehr gebraucht. Aber du blutest, scheiße. Hab ich nicht geachtet. Das hat wieder nicht funktioniert. Eins, zwei, drei. Ich muss bis hierhin. Das kann ich nicht. Scheiße. Ich zweifle, dass mein Dude es nochmal schafft, hier unten, mein Ben, noch einen Ork-Hit auszuhalten. Ehrlich gesagt. Und du bist am Bluten und du hast keine Ausdauer mehr. Du hast keine Ausdauer mehr. Der zweite Hit, den er nicht kriegt. Komm schon, jetzt aber, hitten. 44 ist halt echt wenig. Eieieiei, 7 Ork-Berserker. Alter Falter, was ist es hier? Minus Inni. Ricky the Prince, der war glaube ich nicht allzu hoch Level. Deko minus Inni könnte ein Problem sein. Ich glaube, der sollte keine heftige Inni kriegen. Mushrooms, Medical Supplies. Es ist jetzt irgendwie nicht so gelohnt, bei dem das hier zu clearen. Also abgesehen davon, dass es Haufen XP gab und dass wir... Ja. Du bist Ben, du musst tauschen. Dir geht's nicht gut. Sono hingegen, dem geht's prima. Überhaupt keine Probleme. Überhaupt keine Probleme. So, das hätte ich ganz gerne, dass du mehr hittest. Du eher dran bist, finde ich immer noch geil. Und mehr Fatigue ist, glaube ich, auch ganz gut. Die Cleaver-Option hast du jetzt. Du kriegst jetzt Overwhelm. Peitscht jetzt die Overwhelm-Scheiße aus den Leuten raus. So, du solltest niemals Overwhelm kriegen, aber plus 3 Defense nochmal. Yum, 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 yum. Pom, 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 plus HP, plus Skill einfach. Wahrscheinlich. Du hast immer noch 75, wo du das trägst. Da lohnt sich Brawny fast schon bei dir. Oder wir nehmen mit dir Rotate, damit wir dich reinrotieren können, weil du so spät dran bist, würde ich sagen. Haben wir hier Revels. Plus 2 ist halt ein Minimum. Fatigue ist niedrig. Aber die 4 HP, nehme ich glaube ich lieber die 4 HP mit.
So, jetzt haben wir hier Masumoto, der hat auch noch sonst keine... Ach, ein Exke ist echt nicht so geil. Dann lieber ein bisschen Fatigue. Und ein bisschen HP. Noch ein bisschen mehr Kolossos. Oh Ben, Alter, du. Dass du es überlebt hast, ey. Wirklich mit literally einem HP hat er das überlebt. Ohne gestruckdown zu werden. Ich glaube, ich brauche von dir 9 Lives, ey. Holy shit, Mann. Plus HP plus Inni. Das Dodge hat wahrscheinlich hart geholfen, ey. Bei dir wäre Oberwhelm wieder ganz gut, weil du ja früh dran sein willst. Wäre Overwhelm ganz gut. Ja. Ja, doch. Oder Cleaver für mehr Blutung. Das wäre eindeutig mehr Damage einfach. Ich glaube, Overwhelm ist das Bessere, dass wir länger überleben. Die Defense sollte man, glaube ich, priorisieren. Held Useless in Reserve. Ach, come on. Ihr seid schon bei Feld Useless, ne? Zaffer, did go hungry. Ja, okay, du bist noch nicht auf Feld Useless. Abbruch the Cultist. Du wurdest ja gestruckdown, ne? Du bist traumatized, da war was. Du könntest aber Deko erstmal ersetzen, der eine Verletzung hat. Der doch flink und athletic ist. Plus Initiative, minus 10% Initiative. Das gleicht sich sogar nicht aus. Du bist jetzt bei 96 Ini. Okay, minus 10 Initiative ist leider doof, aber ich glaube, das geht trotzdem bei einem 3er Initiative-Ding. Was nämlich Dodge. Sogar bei dir ist das ein bisschen ungünstig. Ja, war ein heftiger Kampf in der Wildnis, also. Und dafür haben wir nicht so viel rausgekriegt insgesamt an Loot, finde ich. Oh, never mind, die Äxte sind einiges wert. Die sind auf 67 schon 1300 wert. Also Waffen, ne, sind halt insane starke Waffen, aber die... Gibt's irgendein Bild, die Berserker Waffen einsetzen in irgendeiner Form? Irgendein Bild? Irgendjemand, der das schon mal gemacht hat, mit Ork-Berserker-Waffen zu spielen? Also im Vanilla-Modus und nicht im Legend-Mode, wo du, glaube ich, auch Orks oder sowas dann rekrutieren könntest? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Decker ist now content. Raided und Missing. Achso, hier war... Ja, das ist soweit nach Norden will ich nicht. Hier, ihr könnt das komische Müllessen haben. Gebt mir mal dafür sinnvolles Essen. Oh, hier gibt's noch einen Dieb. Einen Dieb will ich eigentlich auch noch bei mir haben. Dieb ist so ein cooler Background. Einfach nur, weil es ein Fuck. Ich brauch den Sergeant. Wir müssen auf den Sergeant sparen, sonst können wir die Leute nicht halten. Wie viel kostet der? Haben wir noch einen Slot frei? Ist er? 3.500. Also, das heißt, ich will auf mindestens 5.000 kommen, damit ich Reserve in Kronen habe. Hoffen wir mal, dass hier unten noch ein paar. Stunfels haben wir, glaube ich, noch lange nicht mehr. Hoffen wir mal, dass hier unten noch ein paar gute Missions sind. Im Sonnenwehr gibt es keine Missions für mich bis jetzt. Und wir müssen endlich den Ready the Troops Perk machen, den wir irgendwie seit 30 Tagen haben. Und den wir eigentlich schon längst hätte abschließen können, da habe ich echt nicht aufgepasst. Hier auf ihm. Aber es ist fast Level Up, wir brauchen noch 15 XP. Dann haben wir dann die Ambition. Fast Level Up. Inzwischen brauchen wir 148 Kronen pro Tag. Aber wir haben halt viele günstige Backgrounds. Aber hier? Drive of Brigands. Könnten noch mal versuchen, Brigands off-to-driven. Cut Neckvein, minus 50% Hitpoints. 1 bis 4 Tage, 1 bis 3 Tage. 1 bis 3 Tage. Moment, wer hat jetzt minus 50% Hitpoints? Das finde ich aber gar nicht gut, dass du in der Frontline stehst. Noch irgendjemand, der kein Schild hat aktuell? Du hast kein Schild. Mal so rummachen. Dann lieber so. Dann lieber Ben the Leader, ohne Verletzung. Der hat jetzt schon fast genauso viel HP wie der Maximum hat. Ich glaube, Drive of Brigands will ich aktuell nicht tun. Gehen wir mal wieder nach Kronkog und hoffen, dass es da geile Sachen gibt. Weil ich glaube, Kronkog ist wirklich... Rundorf mag uns und Kronkog ist absolut auf unserer Seite. Krummhorn auch noch. Krummhorn da drüben.
Das ist auch noch ziemlich nice. Ich will mal nach Krummhorn gehen, mal sehen, was da gibt, aber mal lange nicht. Wenn es da nichts gibt, können wir immer nach Kronenkog gehen. Und dann dort entspannt weitermachen. Nochmal aktuell genug. Eine Karawanenquest, wenn wir die jetzt annehmen sollten, sollten wir vorher das Essen verkaufen. Eine Ablieferungsquest, 340. Eisenschacht. Okay. Einfach nur, weil es nicht weit ist. Oh, das ist weiter als ich dachte. Kommen wir gerade her. Da gibt es ja leider auch, das war vielleicht nicht smart, weil da gibt es leider keine guten Aufträge. Das wissen wir gerade schon. Außer sie haben direkt einen neuen Auftrag für uns. Das wäre natürlich geil, aber ich glaube, immer wenn der Abrechnungstick kommt für den Tag, kann es auch neue Aufträge geben. Von daher könnten wir Glück haben. Weil das müsste jetzt sein, genau. Immer Mitte des Tages. 11 Brigands. Nee, ich muss irgendwie gerade nicht fighten, danke. Wie gesagt, ein bisschen schlaffe Leute gerade. Wir brauchen eigentlich immer noch dickere Rüstung, beziehungsweise müssen wir, glaube ich, unsere Leute mit dickerer Rüstung besser einsetzen. Es kriegen immer mal wieder Leute, oder ja, Schläge landen immer wieder auf Leuten, die es nicht abkriegen sollten. Und kein Auftrag hier. Dann wieder zurück nach Brunnendorf, würde ich sagen. Oder wir können etwa nach Suderbusch gucken können, aber da gibt es meistens noch nach Norden Aufträge. Und hier sind halt... Ja. Wir müssten langsam mal an den Punkt kommen, wo wir auch die Noble Contracts annehmen können, wobei die sau schwer sind. Da müssten wir echt günstige Noble Contracts. Erstmal. Ja. Was wir aktuell nicht haben. Aktuell nicht haben. Contract. Und 140. Drive of Brigands. Inzwischen geht es mir, glaube ich, wieder ganz okay. Könnt Siegfried wieder einsetzen. Das ist ein ziemlicher konstanter Damage-Dealer. Der hat vielleicht ein Masumoto. Aber am Rand. Holmar the Fischer. Dann wäre ich noch ein Fischer dabei. Das ist so eine Random-Truppe, Alter. Wenn du kein Kultist wärst, Abbruch, ne? Ich hätte dich schon längst wieder verkauft. Wenn du kein fucking Kultist wärst. Ist 20er Verkaufswert. Let's go. Gib mir die Kohle für den Scheiß. Gib mir die geile Kohle. Und hier auch noch. Siegfried über... Was? Siegkrieg? What? What's wrong with you? What is fucking wrong with you? What happened? Achso, weil die Ambush Trade Routes haben deswegen nicht so gute Werte. Wir speichern mal und versuchen es. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Bin ich, glaube ich, ein ganz okay ein Deal, oder? Wo ist es? Da ist es. Es ist gar nicht so ein gesichertes Ding. Es ist gar kein Fort oder sowas. Es ist einfach nur... Wobbly Shelter ist gar nicht so schlimm, glaube ich, oder? Wenn wir die angehen. You didn't plan to see him, but it's no doubt the man himself. Guido the Scourge is at the Brigands' encampment. The famed killer is apparently paying a visit to one of his criminal offshoots. Okay, wir haben hier einen Brigand Leader. Marching around these... Hier können wir sogar ein Named Item kriegen, oder? Pointing his finger to this or that, making remark about the quality of that and this. Few bodyguards follow him everywhere. You estimate that between him and the rest of the Brigand, there's about 10 men mucking about. Oof! Some Brigand Marksman, some Brigand Raiders, a Brigand Leader. Das sind wirklich also insgesamt 10 Leute. Das ist eigentlich schon okay. Genau, sie haben keine Befestigungen und sie haben unfassbar viele Rangies. Sie haben also echt wenig Frontline. Plus Well Supplied plus Drought für maximales Income bei Nahrungsmittel. Moment, Well Supplied erhöht den Preis bei Nahrungsmitteln? Oder den sie verkaufen? Also wir müssen hier relativ aggressiv spielen. Und Brigand Raider, Brigand Raider, Brigand Raider, Brigand Raider. Moment. Der Leader fehlt noch. Oder bin ich gerade blind? Brigand Marksman, Marksman, Marksman.
Marksman. Ja, der Leader fehlt noch. Bin nicht ganz klar, wo der ist. Wie gesagt, Range ist leider ein bisschen unsere Schwachstelle. Über die Preise um 10%. Aber doch nur gegen dich. Oder? Dachte ich. Achso, fair so wie er. Ankauf, okay. Ich dachte in eine Richtung. Wir werden das machen und vorsteppen, denke ich, mit Ben. Da ist der Leader. Okay. Guido. Ich würde mir gerne am Ende übrig lassen und niederdolchen bei deiner Rüstung. Oder Ausrüstung, besser gesagt. Ulmer müsste es können. Okay, der geht hier mit rein. Den Hund wollen wir aktuell nicht haben. Helm, das Schwert ist super, I guess. Das Schwert ist ziemlich geil, ja. Und der Helm, wobei die Rüstung... Also die Rüstung ist für uns immer noch gut. Guck mal unsere Rüstung an, Mann. Also, das ist schon... Ist auf jeden Fall eine Platten... nicht eine Plattenrüstung. Wie nennt man das? Scale Armor? Also, die so aus kleinen Plättchen besteht. Keine Kettenrüstung, schon ein Level höher. Würde ich sagen. Lamellenrüstung, ja genau. Das hört sich richtig an. So, und ihr geht mal versuchen, hier oben rein zu choken. So, und du bist ja, Sono, unser Heftigster. Du gehst mal direkt mitten rein. Würde ich sagen. Und ihr macht so ein bisschen den Flankierungstrupp. Steckst dich ein bisschen hinter den Leuten. Schuppenpanzer ist das, was ich gesucht habe. Das wird. Ranged ist nicht unsere Stärke. Ranged Fights. Ach, scheiße, ey. Man hatte keine AP mehr dadurch, dass er zweimal gehittet wurde. Man verliert AP, wenn man gehittet wird? What? Was verpasst? Ach nee, wir sind noch in der ersten Runde, ne? Deswegen. Wie defensive bist du denn, Joschka? Du bist nicht so defensive, wie ich das gerne hätte. Nee, du wartest mal kurz. Ben konnte, glaube ich, ganz gut tanken. Aber ich sollte halt nicht zu weit reinlaufen. Du wartest mal nochmal kurz. Code hat alle drei ersten Hits der Gegner gefressen. Einfach fucking alle drei. Vollkommen wurscht, was da kam. Hat alle drei gefressen. Vollkommen wurscht. Was da ankam. Greatsword, ja, hat richtig hart reingesplittet, diese Sau. Ja, das war okay für mich. Dass die aber von da hinten auch so gut treffen, ey, die Schweine. Die treffen immer die hinteren rein, nicht mal die ersten. Nee, die treffen die hinteren rein. Ja, bei dem wird's schwierig. Come on. Okay, das ist hier ist halt kein Schutz mehr. Das ist. Okay. That's my bad. Nimm direkt der nächste die Stelle. Nicht für den Hund, ne? Warte mal kurz fest. Schade.
Du bist Ben. Gehst mal rein und defendest. Ja, du kannst nichts mehr und du kannst, glaube ich, auch nichts mehr. Nee, du kannst. Also, das ist hier wieder blöd, ne? Wir stehen hier wieder in einer dummen Reihe. Ich hätte ja eins nach unten gehen sollen mit ihm. War nicht smart. War nicht smart. Sind wir ehrlich. Aua! Alternativ schiebe ich ihn eins nach oben, dann kann er den nicht angreifen. Hunde werden eigentlich nur getargetet, wenn sie niemand sonst erreichbar ist oder mit Multi-Attacks, meinst du? Sehr schön. Das ist wichtig. Und dich nochmal overwhelmen. Aua! Die drücken so hart rein. Die drücken viel zu heftig rein. 61, 27. Wenn jemand hier das Schild weg, glaube ich. Ich komme halt an die Rangies nicht ran. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt gerade. Ja. Ich hab mir schon gedacht, dass du das machen wirst. 55, 57. Wir machen mal den Leader down. Gerade wenig gefunden. Das ist eigentlich jetzt wurscht. Ich hätte hier stehen bleiben können. So, das Schild da oben. What? Er war disarmed! Er war disarmed! Was ist denn das für ein Cheat? Wieso kann er vor seinem Zug seine Waffe wieder rausholen? What? What the fuck? Also das finde ich jetzt echt unfair. Oder durch Konter. Dass sie immer die Leute raus snipen dürfen. Stop it! Also das finde ich jetzt wirklich Cheaterei gewesen. Moment, ich will da nicht ranlaufen bis jetzt. 39, 40. Oh, wenn wir dich mal ein bisschen da oben. Absolute Frechheit. Ja, den Perk, dass alle negative Modifier eine Runde weniger dauern als. Also, my guess. Ja, aber da stand ja sogar Equips. Also, er hat es equipped und dann zugeschlagen. In dem Moment, wo er dran gekommen ist, hat er equipped. Nicht vorher. Er kriegt trotz Doppel-Overwhelm den Hit drauf, Alter. Was eine Sau. Und wir werden hier übel zerschossen von den Rangies. Triff doch den Body, Mann. Triff doch den Body, nicht den Dreckskopf. Warum habe ich keinen mehr zum... Keine Option mehr. Zu verbinden, die Leute. Weil der verliert die ganze Zeit HP, der blutet nämlich. Alter, yo. Jordan ist auch noch down. Alter, wie hat Range, das ist das, warum ich es eigentlich nicht machen wollte. Rage ist eine absolute Katastrophe für mich.
Alles andere ist ja okay, aber geranged werden. Uff. Und die Verbände Houston? Eigentlich hatte ich Verbände, dachte ich. Da ist nur ein Verband. Das ist sogar auf ihm selber, lol. Da ist ein Verband. Ich hab's einfach nur auf den falschen Leuten. Jetzt. Finally. Der rennt. Keine Ausdauer mehr für dich. Der rennt. Dürfen wir hier reinsteppen, würde ich sagen. Uff. Eieieiei. Achso, jetzt bist du aber weg, ja, sagst du. Komm ich nicht mehr ran. Glaube ich. Ich glaube, den Hund habe ich auch nicht mehr ready. Du fightest noch, du Sau. Wieso fightest du noch? Erstmal entwaffnen hier. Bin ich drauf geachtet, scheiße, ob ich noch Hunde hab. Hier. Verbind mal dich selber, bitte. Run them down. Ah, nevermind. Krieg ich nicht. Ein kaputter Fuß. Für einen Frontliner, glaube ich, blöd. Minus Initiative und Action Point per Travel. Können wir mit Range, mit Pathfinder gegen arbeiten, aber die Initiative ist halt niedrig. Ich glaube, du solltest ein Dodger werden, deswegen ist das schlecht. Bis jetzt habe ich super viele abgeschlagene Ohren, ne? Also, ihr Leute verliert immer die Ohren dabei. Eieieiei, wir haben das Schwert gekriegt, das Zweihandschwert. Wir haben den Helm gekriegt, geil. Wir haben noch einen guten Helm gekriegt, also für uns guten Helm. Würde ich jetzt schon gut sehen. Aber, ja. Das war schon nicht ganz ohne. Das war nicht ganz ohne. Ich glaube, die kann man auch reparieren. Das kann man reparieren. Das. Ich meine, für Moneys, ne, und so. Den, wo wir schon haben. Dem geben wir jetzt den guten Helm. Siegfried ist es nicht. Nee. Sono wahrscheinlich, weil der hat hier schon einen minus 9er Helm und kann das noch ganz gut ab. Mit 76, denke ich. So, Sono ist jetzt absolut unser Frontschwein. Müssen wir ihn halt nur reinnehmen. So, du tauschst mal mit jemandem, der hier gerade minus Defense hat. Masumoto, du kriegst noch den 105er Helm. Dann kriegst du den 60er Helm, Xeli. Und jetzt haben wir endlich unseren Perk hier. Ready the troops. Yes, please. Plus 3, plus 4, damit wir hier nicht weggeranged werden. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen ein bisschen mehr auf Range Defense gehen. Wenn wir schon selber keine Range haben. Und Abbruch hat ein Level Up. Plus 3. Puh, die HP, ey. Die HP. Puh. Also, wen haben wir aus ihm schon mal keinen Nimble machen? Das können wir mal festhalten. Achso, und vor allen Dingen hat er 33. Nur 3, ja, nicht scheiße. Eigentlich hat er 46, hat nur noch 33, weil er Abzug kriegt, dann plus 10. Ja, ich glaube, das wird nicht lange halten, was wir mit dir machen können. Das wird nicht lange halten, Abbruch, I'm sorry. Du wirst, glaube ich, nicht lange. Du bist halt ein Kultist, aber ansonsten wirst du, glaube ich, nicht lange Teil unserer Truppe bleiben. Uiuiuiui. Also wir prügeln uns jetzt gerade ganz schön heftig. Und wir haben echt viele. 1800. You throw the criminal head on the ringed table with a grin. You point at that's good to the score. It's ringed to the treasurer, stands up and unveils the bird of sacrament, the trophy. He nods. Aye, that's him. Alright, I guess you will be getting extra. Und kriegen wir einen doppelten.
Wir müssen aufeinander abbrechen. Tidy Sum. Okay, wir kriegen doppelt, also. Das können wir auf jeden Fall den Sergeant mal kaufen. Das ist das erste, was wir machen. Wir haben 6000 jetzt, dadurch. Wo ist er? Hier, Drill Sergeant. Gib mir, damit die Leute nicht mehr sauer werden, wenn sie in Reserve sind. Ja, und wir haben hier eine lange Liste an Heal by Tomorrow, 1 bis 4 Tagen, 1 bis 3 Tagen, Heal Tomorrow, 1 bis 4 Tagen, Heal Tomorrow. Die meisten Sachen sind okay, glaube ich. Wir haben drei Leute, die jetzt wirklich verletzt sind. Melee Skill, Ranged Skill. Ich glaube, das ist das Dürfste auf dir. Melee Defense, du bist dann, glaube ich, eh erstmal raus in der Defense. Ja. Mal kurz die Leute durchgucken, die jetzt dauerhafte Verletzungen haben. Missing Ear. Ja. Ich glaube, mit dir wollte ich eigentlich. Du hast noch keinen Dodge zumindest. Du hast noch keinen Dodge, also kann ich dich tatsächlich noch auf Battleforge hoffentlich umbauen. Clumfoot hast du, glaube ich, von Anfang an. Missing Ear ist für dich okay, weil du eh keine Defense unbedingt brauchst. Wir haben halt jetzt relativ innie gelevelt, ist ein bisschen doof. Dir geht's noch gut, Sono. Xan geht's noch gut. Ben geht's noch gut. Xeli fehlt ein Auge, was vollkommen wurscht ist. Moment, ist er minus 3 Vision, ne? Das kann ich nicht machen, weil dann sieht er nicht mehr die Reichweite für seine Scheiße. Können ihm nicht minus 3 Vision geben. Würde ich gerne, also, ne, weil er hat minus 2 Vision. Und ich glaube, wenn er minus 3 Vision hat, hat er nicht mehr genug Reichweite oder Sichtweite für die Peitsche. Heißt, wir müssen dir was geben, was keine Vision reduziert hier. Dann kriegst du das, Xeli. Dann kriegst du das. Ja, und du hast jetzt, Coda jetzt ein Maimed Foot. Das heißt, du kannst nicht mehr gut laufen. Und hast minus Initiative und du hast Dodge. Ja, du bist dann ziemlich gone. Ich werde mal wahrscheinlich irgendwann nicht mehr haben können. Obwohl du bloodthirsty warst und das Grave Digger echt gute Arbeit gemacht hast. Die jetzt wegschicken, wir brauchen aber 590, was ich sehr teuer finde. Schade. Und du bist traumatisiert, das ist okay, wenn wir dich halt nicht auf Dodge bauen. Und die anderen, du hast einen Missing Food, du hast aber auch schon Dodge. 10% heißt halt 1,5% weniger Skill davon. 7 müsste Standard Vision sein. Du meinst, minus 3 ist noch okay für das Rollenspiel. Weiß nicht, wo man das sehen kann, ob man das sehen kann. Ich Vision hier unten ist kein Stat für Vision, ne? Doch hier, 5er Vision. Haha. Geht das noch? Hat er jetzt eine 4er Vision? Sehr gut, da gibt's noch ein Stat für. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn nicht. So. Jetzt können wir hier direkt für 439 Salz verkaufen. Hört sich eigentlich ganz okay an. Essen ist hier. Geht so. Jetzt habe ich diese komischen Strange Mushrooms wieder. Plus Damage in Melee minus Defense. Parieren bitte auch noch. Dich auch noch reparieren. Reparieren alles. Wir wollen alles reparieren, wollen wir. Ja. Ich glaube, an der Stelle wird man es erstmal für heute sein lassen. Plan fürs nächste Mal wäre irgendwie nochmal mehr Kultisten ranzuholen. Es wäre kaum Kultisten-Events. Wir hatten, glaube ich, genau ein Kultisten-Event bis jetzt, wo wir einen anderen Charakter zum Kultisten machen konnten. Von Sono. Und sonst hatten wir einfach keine Kultisten-Events. Obwohl wir inzwischen echt viele Kultisten haben. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 von unseren 14 Leuten sind Kultisten. Wir kriegen einfach keine Kultisten-Events. Keine Ahnung, das Spiel einfach sagt, es ist schon zu viel Kultist. Es ist nicht mehr. Keine Ahnung. Hat natürlich den Vorteil, dass wir uns in Konstanter aufbauen können, dass wir nicht sehr zurückgeworfen werden, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn das zu spät passiert mit den Opfer-Events gerade,
Das wird dann sehr, sehr viel verlieren und super weit zurückgeschossen werden. Dann müssen wir dann gucken, wie wir das alles irgendwie wieder korrigiert kriegen.